Jo, schönen guten Tag, der Ära ist wieder da und wir spielen Gothic 1. Ja, wir haben den guten Dusty hierher gebracht und jetzt ist er weg. Unsere Aufgabe für heute lautet: finde den alten Dusty, auf dass wir ihn hier abgeben mögen. Das ist gerade sehr nervig. Ich weiß gerade nicht, wo er hin ist. Wir hatten ihn bis ans Tor gebracht. Ja, und dann ist er hier beim einmal um die Hütte laufen verschütt gegangen. Ich weiß gar nicht, wie das passieren konnte. Ja, ich werde mal schauen, ob ich ihn jetzt noch finde. Ansonsten, also der Hammer wäre, er würde jetzt wieder im alten Lager sitzen. Da würde ich mir also, das würde mich total freuen. Ja, Ironie aus. Ist er hier runtergefallen? Ist er jetzt hier unten irgendwo am Rumhängen? Kommt nicht mehr hoch. Das ist doch echt nervig. Wir sind hier lang gelaufen. So, und dann war er weg. Tja, keine Ahnung. Ich muss jetzt mal schauen, wo ist dieser Typ? Boah, das ist doch echt. Ja, es gibt halt tatsächlich so Dinge an diesem Spiel, die echt nervig sind. Ich gehe jetzt nochmal hier raus und hoffe, dass er irgendwie von Ferne auftaucht. Weil eigentlich müsste er mir ja noch hinterherlaufen. Och, Leute, der kann doch nicht einfach weg sein. Das finde ich ja nicht gut. Nicht zu sagen, das finde ich total scheiße. Wo ist denn dieser Typ? Okay, ich mache jetzt mal was, was früher durchaus ab und zu funktioniert hat. Wo wir wieder beim Thema sind: wenn du in Rollenspielen nicht weiter weißt, dann leg dich ins Bett. Ich schlafe jetzt mal eine Runde. Früher sind die dann eigentlich wieder aufgetaucht. Guck mal, und da hält er direkt Wache für uns. Und jetzt hoffe ich, dass das die jetzt irgendwie auftaucht. Hey du! Ansonsten habe ich echt einen. Bleib aus den Hütten draußen. Okay, wir halten fest, der taucht natürlich nicht auf. Jetzt bin ich genervt. Ich bin genervt, ich bin genervt. Wo ist dieser Typ? Ich kann auch jetzt nicht nochmal losziehen und den Typen holen. Wer steht da? Tja, Melvin ist da, aber das die nicht. Ich höre nicht. Ach, wisst ihr, das finde ich gerade gar nicht schön. Da kann man jetzt ehrlich gesagt auch nie mehr so viel Werbung hier dafür machen. Das ist nicht gut. Das finden die Leute jetzt bestimmt ganz doof. Und das zu Recht. Also früher kamen die dann einfach irgendwann mal angerannt. Aber diesmal kommt hier tatsächlich einfach gar niemand. Dass sie. Och Mann. Ach, ja, wenn man sich einmal im Weg so ein Stück weit verschwierigt, einfach mal den komplizierten Weg nehmen, dann. Ach, fuck, jetzt wünschte ich, ich könnte jetzt teleportieren. Dann würde ich nochmal zurückfahren. Aber da ich jetzt nicht teleportieren kann. Ich habe ein bisschen Angst, dass der jetzt wieder im alten Lager sitzt. Und das wäre ja dementsprechend der absolute Oberknaller. Ach, kommt, Leute, das ist doch nicht wahr.
Tja, wie man es macht, macht man es falsch. Tja, so leid es mir tut, ich werde jetzt nochmal die Hufe schwingen. Ist er denn jetzt hier im Sumpf oder was? Ja gut, dann holen wir erstmal das Sumpfkraut. Oh, Leute. Ach ja. Das ist der Nachteil bei alten Spielen. Man muss dann tatsächlich mit sowas leben. Wobei, das habe ich auch schon in neuen Spielen erlebt. Bal-Oron schickt mich. Ich soll hier alles Sumpfkraut abholen. Gut, dann muss ich nicht selber laufen. Hier, nimm. Vergiss nicht, zu Viren auf der anderen Seite vom Sumpf zu gehen, wenn du nicht schon da warst. Sonst könnte deine Lieferung ein bisschen mickrig ausfallen und alle würden denken, du hättest die Hälfte verhökert. Okay, so. Lalalalala. Ich muss ja jetzt nicht wie beim letzten Mal hier mitten durch die Blutfliegen stürmen. Aber mich nervt es gerade tatsächlich an, dass dieser Typ weg ist. Wo ist er hin? So ein Type. Das ist gerade nicht schön. Also ich meine mich zu erinnern, dass die eigentlich früher beim Durchspielen, da sind die einfach irgendwann mal so aus dem Nichts wieder aufgetaucht. Das war okay. Oh, der Sumpfhai brüllt. Das haben die noch nie mehr angegriffen. Ach Mensch, alles muss man selber machen. Bal-Oron schickt mich. Ich kürze das mal ab, das gab es ja das letzte Mal schon. Geh doch ich. Und ist um. Ich sehe. Da sind so. Okay, also wir müssen jetzt noch ein paar Blutfliegen umbringen. Jetzt habe ich halt tatsächlich dieses Problem, dass ich nicht so richtig weiß.
Ich mein's ernst. Weg damit! Dein Glück. Aber ich hätte dir auch gerne die Fresse poliert. Sympathisch. Die kämpfen sie gar nicht mit. Musst du wirklich alles alleine machen. Weg mit. Ja, wenn man einmal hingeht und dann eine nur hat, ist es okay. Das ist halt, das Problem ist immer die Menge. Die ertrunken oder was ist das? Okay, jetzt haben wir erstmal ein paar Blutfliegen erledigt. Jetzt hoffe ich, das waren die, die meinen Kollegen da gestört haben. Bei meinem Glück natürlich nicht. Bei meinem Glück hat er garantiert wieder irgendwas anderes noch an der rumzumeckern, weil da drüben sind natürlich auch noch welche. Wir können ja mal reden. Ich sehe weit und breit keine Blutfliegen mehr. Da sind aber noch Viecher innerhalb von 20 Schritt. So leicht kommst du mir nicht davon. Okay. Also wahrscheinlich hier drüben. Ich werde jetzt meine kleine Speicherung durchführen. Auch wenn das gerade so ein bisschen ärgerlich ist, weil ja dieser Melvin weg ist. Der fehlt mir gerade so ein bisschen. Was reinziehen. Wieder ein bisschen Heilung. So, jetzt wäre die Frage, war das die Blutfliege, die den Kollegen noch getriggert hat? Oder ist da noch mehr? Nichtsdestotrotz, ich gehe erst mal gucken, was er so sagt. Wir warten durch ein Meer von Blut. Gib uns dafür Kraft und Mut. Ich sehe weit und breit keine Blutfliegen mehr. Weit und breit keins von den Biestern mehr zu sehen. Das war ganze Arbeit. Wer sich so abplagt, ist entweder auf unserer Seite oder ein kompletter Vollidiot. Ich bin der Vollidiot. Und ein Idiot wäre zu dumm, um mich aufs Kreuz zu legen, richtig? Hier, nimm die Ernte und bring sie zu Kor Kalom. Falls er meckert, es sei zu wenig, sag ihm, er soll seinen Hintern hier selber hinbewegen. Dann kann er mal sehen, wie viel Arbeit das ist. Okay. Schade. Das Problem ist halt, dass dieser komische... dass die nicht auftaucht. Das ist gerade mein Problem. Wir haben ein Dusty verloren. Ach, ja gut, egal. Ich werde jetzt mal schauen. Wir werden jetzt mal Kor Kalom hier diese ganze Chose hinbringen. Wo steckt der denn? Wo steckt der denn? Manche lernen schon gar nichts. Ich glaube kaum. Schaffen wir erstmal das Sumpfkraut weg. Das ist wirklich nicht mein Problem. Das ist wirklich nicht mein Problem. Ich glaube kaum, dass ich daran was erwarte. Das nimmt kein jeder. Aber war es wirklich. Ja, und zur Not müssen wir diese Quest dann einfach unerledigt lassen. Manchmal ist es halt dann einfach auch so. Wer bist du denn? Hi, ich bin neu hier. Ich bin Kane, Schüler von Kor Kalom. Du hast sicher schon von ihm gehört, richtig? Ja. Dann weißt du ja, dass er hier der zweitwichtigste Mann nach Iberion ist. Und was tust du? Ich helfe meinem Meister bei der Aufbereitung der alchemistischen Substanzen. Im Wesentlichen Sumpfkraut und Mindcrawler-Sekret. Vor allem das Sekret braucht er dringend.
Wo bekomme ich das Sekret der Mindcrawler? Crawler findest du in der alten Mine. Aber du musst wissen, wie du ihnen das Sekret abzapfst. Falls du wirklich vorhast, dich mit den Biestern anzulegen, sprich besser vorher mit einem der Templer, der Erfahrung hat. Zum Beispiel Guanadrak. Er ist jeden Tag zwischen unserem Lager und der alten Mine unterwegs. Morgens triffst du ihn unten am Labor. Was willst du? Ich bringe die tägliche Sumpfkrauternte. Ach, gib her und verzieh dich wieder. Sehr gut, sympathisch. Ja, jetzt. Ach ja. Wo ist denn nur Dusty? Oh, Dusty in the Wind. Okay, jetzt gehe ich erstmal wieder da rüber, gehe das abgeben. Tja, und dann würde ich tatsächlich nochmal zum alten Lager laufen. In der Hoffnung, dass ich Dusty irgendwo aufgabeln kann. Wer weiß, wo das Spiel den hingesetzt hat. Am Ende sitzt er wieder im alten Lager. Wir müssen den ganzen Schlotter nochmal machen. Das wäre sehr ärgerlich. Weil dann ist das hier tatsächlich so ein Stück weit hin und her laufen, was nicht so aufregend ist. Ich kann mir schon vorstellen, dass das für die Zuschauer definitiv nicht besonders aufregend ist. Während für mich natürlich die Spannung grenzenlos ist, wenn ich geradeaus laufen muss. So, wir schauen auf die Karte. Du hast unsere Sammler verteidigt. Damit hast du nicht nur bewiesen, dass du auf unserer Seite stehst. Ja. Du hast dich auch als würdiger Diener des Schläfers erwiesen. Ja. Du bist meiner Meinung nach bereit, die Robe eines Novizen hinzutragen. Ich habe Korkalom das Sumpfkraut gebracht. Daran hast du gut getan. Ich habe eine kleine Belohnung für deine Mühe. Hier, nimm es. Es ist ein magischer Schlafzauber. Sehr gut. Du kannst ihn nur einmal verwenden, aber er wird dir hoffentlich gute Dienste leisten. Das ist schön. Damit können wir nämlich hier gleich noch den anderen Baal beeindrucken. Da sollten wir ja einen Schüler in Schlaf versetzen. Dafür müssen wir das jetzt ausrüsten und jetzt ist es auf der 4. Wenn wir jetzt auf die 4 schalten, können wir einen magischen Schlafzauber wirken. Wahrscheinlich wirke ich den gerade auf euch, weil ihr die ganze Zeit am Einschlafen seid, weil ich diesen verkackten Dusty suche und nicht finde. Naja, aber manchmal ist es halt so. So. Ach Gott, wo bist du? Dusty. Na gut, aber dann haben wir hier auf jeden Fall schon mal relativ viel geschafft. Und wenn wir dann diese eine Quest halt nicht schaffen, dann ist es halt so. Und wir zaubern einen Schlafzauber. Wie uns empfohlen wurde. Was tust du? Ich versuche hier gerade mit meinen Schülern zu meditieren. Wer hat dir beigebracht, die Magie des Schläfers zu wirken? Niemand. Es war ganz leicht. Du scheinst ein sehr gelehriger Schüler zu sein. Bin ich. Ich werde dich unterrichten. Ich will lernen, die Kraft meiner Magie zu steigern. Die Kraft deines Geistes ist der Schlüssel dazu. Okay, hier können wir unsere Magie steigern. Ich will lernen, die Kraft. Ach, falsch gedrückt. Und was kann er mir verkaufen? Ich möchte. Die Blutfliegen, ein Buch, ein Ring. Oh, hier gibt's Ringe. Windfaust. Ah ja, hier gibt's Zauber. Heilung, Windfaust. Okay, also hier könnten wir jetzt tatsächlich so ein Stück weit Magie lernen. Na okay.
So. Gut, dann würde ich an der Stelle die Folge beenden. Wir sind ja durchaus ein Stück weitergekommen. Ich sage vielen Dank fürs Zugucken. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen da, schreibt mir einen netten Kommentar. Das sage ich übrigens immer. Das ist grandios, oder? Ja, und ansonsten nutzt die Zeit, macht was draus und beim nächsten Mal suchen wir den guten Dusty. Bis dahin, ciao, ciao, der Ära.